Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Danke für die Hilfe und viel Glück bei der Mission. Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite, also hast du nachgesehen. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Okay, bereit. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten.
hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf nachzubauen. Der Bunker war irgendwo auf der anderen Seite. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Wir brauchen sofort Helikopterunterstützung! Roger, Ding ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Hinter dem Haus! Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Das könnte ein Anzeichen für einen weiteren fokalen Anfall sein. Aufhören, Bell! Fuck! Fuck! Gib mir das Rückführungsszenario-Handbuch! Hier ist es. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite. Du gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Haltet eure Leute zurück und zieht die Köpfe ein.
Haus, das das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Geh nachsehen, Bill! Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! Park, gib Bell noch eine Spritze. Tu es! Sofort! Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Was zum Henker macht Bell im Labor? Bell, vergiss das Scheißlabor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Genossen, die USA und ihre Verbündeten. Verzögerung habe ich. Wir kennen uns seit Jahren. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Hier war meine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell, geh jetzt in den Bunker. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus' Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solowetsk. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Gib mir Deckung! Dort ist am Boden! Ich muss nachladen! Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. Du gingst unbewaffnet los. Na schön.
ist weggelaufen? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Himmel, was passiert mit ihm? Ein leicht. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Wir haben eine Mission. Erhöhen wir die Dosis und starten diesmal Nummer 1B. Okay, bereit. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurückzukommen. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Bell wechselt ständig die Szenarien. Jetzt ist er bei Nummer 11. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Das Kommando sagt, wir müssen das Haus sichern. Kommando, hier ist Big Duke 4. Wir haben einen möglichen Sowjet-Kommandoposten in Sicht und überall Vietcong-Einheiten. Der bitte Napalm-Angriff. Das das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Geh nachsehen, Bell! Ein Labor? Da stimmt doch was nicht. Bell ist im Labor? Das funktioniert.
funktioniert nicht. Verabreiche 1 Milliliter Adrenalin. Also gut, das war es, wonach du gesucht hattest. Perseus war da drin. Wir bleiben weiter bei Szenario Nummer 1. Bell, wir haben eine Mission. Das würde ich nicht empfehlen. Ich habe dich nicht gefragt. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Hör auf, dich gegen mich zu wehren, Bell. Geh nach rechts. Geh zurück und nimm den rechten Weg zum Bunker. Zurück zur Seilrutsche. Der Bunker ist in den Höhlen. Geh schon. Nein, Bell. Du fandest den Bunker, in dem du in die Höhle gingst. Warum ist Sims, das ist Szenario Nummer 2. Ein Tunnel? Du... Okay, du zogst deine Waffe und holtest die Taschenlampe raus. Lüg mich nicht an, Bell. Fang noch mal an und sag mir, wie du Perseus getroffen hast. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! Noch eine Spritze. Tu es! Sofort! Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Gut. Der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Geh durch eine Tür. Oh, shit.
Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Bell, vergiss das scheiß Labor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Wir verlieren Bell. Wir haben uns komplett vom Szenario entfernt. Bell hat ein massives Trauma durch. Real und in der Forschung. Wir kennen uns seit Jahren. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Hier war meine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell, geh jetzt in den Bunker. Bell, öffne die Tür. Erzähl mir von uns. Was geschah im Bunker, Bell? Bell. Perseus hat irgendwas zu dir gesagt. Was war es? Bell, die Tür. Geh hinein.